Hallo und herzlich willkommen zu einem Stream von Splatoon 3 auf meinem Kanal. Ja, ich habe das Spiel Splatoon hat nicht so sehr gefallen anfangs, aber ich habe das dann bei einem YouTuber immer wieder gesehen. Und ja, hab das dann doch noch empfunden. Und ja, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir Inkling oder Octoling spielen. Thank you.
Manchmal nur auf drei. Nirgendwo geht es heißer zu. Wer sich hier nicht blicken lässt, hat nichts zu zeigen. Und hier an die Spitze zu schaffen, musst du schon echt spritzig sein. Spritzig bin aber wie nach einfachen Online-Kämpfen. Bist du bald hier prominent? Moment mal, da drüben, na schön, na, schau mal nach links. Da der Platz aber ganz schön schon aus dem Gulli. Ob man ins Blättel Gäste empfängt? Naja, ist ja erstmal nicht wichtig. Kümmere dich um Glotzer, wenn du magst. Ja, das ist die Story. Okay. So, Lobby. Falls du kämpfen willst, dann ab in die Lobby oder zu Glotzer, wenn du willst. Ja. Ich bin der für die zeigen. Ja. Dann bist du. Hier bist du. Ja. Okay.
Ja. Okay, Standardwaffe. Ja, gibt es im Moment nur die. Aber es ist ja eh immer erstmal so. Beginnt. Okay. Eindeutig. Egal, es war ja auch meine erste Runde. Okay.
zum Kampfpartner mit dir und versuche ein paar Revierkämpfe. Was du ein bisschen gespielt hast, Stufe erhöht als mal geh mal in Waffenladen. Ja. Aber es bringt nichts. Ich habe nur 500 Geld. Beginnt. Okay, da Thank you.
Man merkt einfach, dass man auch gegen sehr gute Spieler für einen Anfänger halt spielt. Ja, auch hier kommen neue Parts. Ja, auch hier immer noch der zweitbeste. Beginnt. Thank you.
Also man merkt, dass das sehr viel. Hey, Glückwunsch zu deinem neuen Spiel.
Stufenaufstieg in einem Waffenladen, vielleicht gibt es neue Waffen. Außerdem erhältst du Artikats, die noch mehr neue Waffen verfügbar machen. Besonders gut kämpfst. Mein breites Sortiment ist übrigens noch mehr in die Breite gegangen. Viel Spaß. Neue Waffe verwenden. Such dir nach Flexa.
So, damit ich wieder Leute, falls ihr neu seid, ich krieg das nicht so schnell mit, weil ich halt auch mich so ein bisschen auf die Waffen konzentriere. Und ja. Du bist der Roller. Scheibe,
3. Werde ich jetzt mal ohne. Dann rüste ich mich mal mit 9 Knochen auf. Ja. Ich kann's noch nicht irgendwie. Ab Stufe 4. Okay. Ganz rasch geworden.
werfen, um damit da hinzukommen. Gott, ey. Muss ich anders hier.
20. Ben, geht's jetzt oder noch ein bisschen leiser, noch ein bisschen lauter? Also sowas hilft mir natürlich, wenn man mir solche Tipps gibt. Aber Empfindlichkeit, TV-Trigger-Modus. Neigungsempfindlichkeit. Na, Klasse Bewegungssteuerung aus. So, Styles auf Y. Ja, das hilft mir. Ja, geht jetzt. Okay, das ist doch mal. Ja, das freut mich. Wenn man mir solche Sachen darauf hinweist, da freue ich mich immer drüber, weil ich nie genau das einstellen kann. Na? Achso, was war das? Anpassen. X im Menü, Arenen, Spieler, Option da. Aber da kann ich keine Lautstärke einstellen. Ja. Aber das ist das Gute. Das ist doch super. Also solche Leute gefallen mir immer am besten, die mir solche Sachen drauf hinweisen. Also das sind wirklich. Und wie gesagt, Ben, ich weiß leider nicht, wie man spielt. Ja, die Switch ist an eine Capture Card angeschlossen, die am PC angeschlossen ist und die da habe ich das dann gerade runtergeregelt. Deswegen, ne? Also im Spiel direkt selbst kriege ich es leider nicht hin, weil das würde ja auch eine Option sein. Aber ja, wie gesagt, bin ich schon Level 4? Nein. Aber wie gesagt, wenn du Splatoon hast, kannst du ganz gerne mitspielen. So ist ist nicht. Na, also wie gesagt, für Leute, die ganz gerne mitspielen wollen, habe ich auch, bin ich extra auch Streamer geworden, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und ja. Regeln. Gut, noch keine Freunde. Ja. Ist ja auch in Ordnung. So, das erste kostet 5.000 und jedes weitere Spiel kostet 30.000. Nee, Kapsel ist ja nur... Ah, okay, jetzt kann ich wenigstens richtig steuern, ohne Neigungsposition. Code eingeben, Namen ändern, Spielertag. Okay. Äh,
Kalkulatoren, Statistiken. Ja, ist im Moment. Oh. Spiel schon. Boah, Splatoon 2. Ich brauche deinen Freundescode, um zu spielen. Okay. Ja, kann ich dir ganz gerne geben. Wo war denn das? Ach, Profil da. Genau. So, kannst dir ganz gerne aufschreiben. Ja, ich bin kurz weg. So, da bin ich wieder. Ja. Ben. Freunde werden. So. Hab dich angenommen. Na, ist gar kein Problem. Ja, das tut's. Aber 2K Spielstunden ist ja wirklich schon heftig. Das sind Splatoon 2. Wie gesagt, ich spiele als. Das ist mein erstes Splatoon, muss ich dazu sagen. Na? Ja, kannst du machen, mache ich dann. Wie war denn das jetzt? Achso, falsch. Ja. Ist ja gar kein Problem. Okay, schon ein Spiel gefunden. Hoch und runter scrollen, sondern
mit den Joysticks, wie ich es gewohnt bin. Das ist gut. Es war ein bisschen... Autsch! Boah! Der hat leicht einen richtigen Hammer auf den Kopf gelassen. Oh. Nein! Hier gibt kein Blau. Oh, ein Sniper. Ah. Klasse. Ah, verdammt, ein Roller. Ah. Roller ist schon gemein. Wenn damit umgehen kann, schon weh. Ah. Verdammt. Ich kann natürlich hier vorne die Base ein. Kann ja nicht so weit rauskommen. Oh verdammt, gleich drei auf mich drauf. Ah. Das wird schon auf 20% runtergestellt habe. Okay. Okay, danke schön für die Info, dass auch der Beast Mode zu laut ist. Ja, ich glaube, du bist gerade in meiner Lobby. Ich habe schon aber den Anspruch auf 100 mit Mikro. Kann ich aber auch nochmal nachgucken, aber trotzdem, ja, das bin ich. Ja, aber trotzdem, einfach wirklich danke für diese Infos, ne, weil die helfen mir immer wieder. Und ich glaube... Ja, du bist in meinem Team gut. Nicht im Gegnerischen, weil das wäre ja sonst. Du könntest ja den Stream ja als Vorteil nutzen und genau gucken, wo ich bin. Na, das ist es ja.
Verdammt! Verdammt, ich kann noch nicht zu Teamkollegen springen. Verdammt, oh, Krabbenpanzer, na klasse. Die Raketenfarbe muss man natürlich auch wieder. Ganz knapp gewonnen, aber wirklich. Jetzt gucke ich mal wegen der Lautstärke. Ne, mein Mikrofon ist schon auf voller Lautstärke. Ja. Also da muss ich halt irgendwas.